Hallo liebe Leute, willkommen bei meiner 22. Wir haben den Talk im XXL Form. So, wir gehen dreschen. Wir haben jetzt einen Monat vorgemacht, weil wir waren im Mai drin. Hätten wieder Money. Der Solaranlage, wo wir eher drauf haben. Solaranlage könnten wir unter behalten. Ich weiß nicht, Biogasanlage, weil Biogasanlage haben wir sowas drin. Ja, wir hatten alles drin, die Biogas. Alles von Randal am Laufen. Ja, haben wir auch alles. Wir haben was so. Hier brauchen wir dringend Gras. Wenn Biogas läuft, Mischfutter läuft. Wir müssen hier dringend dreschen. Runter. Dann ich habe die Tiere umgezogen, weil die sind jetzt auf der Weide. Kühe. Kühe. Aber die haben nur Wasser und sind gesundheitsvoll und die müssen noch haben, aber egal. Mich verdammt die noch. So Streit machen. 100 Euro. Oh, das hat er. So, wir dreschen. Einmal. Trion. Laufen. Das leckt gerade ein bisschen. Das gibt. Ah, das ist Feuerboden. Ah, Scheibe, jetzt habe ich den nicht repariert. Weniger Trag. Müssen wir schnell mit dem Lenkrad spielen, fahren. Oh, weiterfahren. Ja, jetzt haben wir vom Lines und von Tiers jetzt bis übernächste Woche Pause, glaube ich. Weil der Mr. Tino oder McManus ist jetzt Urlaub. Wir hören gar nichts mehr richtig aus dem Ding. Aber ich glaube, ich fahre so, dass ich dass wir jetzt hier noch schnell alles fertig machen, dann direkt verkaufen, dann fangen wir ab morgen die neue Projekt an. Leider weit muss ich noch alles noch aufnehmen. Für die Mittwoch, Freitag muss ich ja dann den nächsten Tag auch noch schnell aufnehmen. Dann will ich noch die Bausimulator noch rausbringen, die Livestream. Ja, es ist gerade ein bisschen viel los gehabt bei mir. Dann ist eben noch viel am Wochenende. Jetzt bin ich gucken, dass ich übernächste Woche Urlaub bekomme. Wegen jobmäßig, also eigentlich nee, nicht jobmäßig, sondern familiärer Gründe. Mehr Situation an. Und ja, mal gucken, ne Leute. Wir hätten lieber den Drescher zuerst repariert. Ein bisschen falsch gelaufen. Aber vielleicht bei der nächsten Ernte.
Jetzt ist es nur 10%, also 90% steht ja gut da. Es weiß eben nicht, ob es nur reparieren reicht bei denen. Oder wir müssen komplett Ding. Warte mal, Feld 6. Feld 36. Ich würde mich schon fragen, was ist so 20 Meter? Wir haben ja nichts 20 Meter. Oder eben wieder ausschalten. Eigentlich könnten wir, gucken wir noch auf außen. Eigentlich könnten wir die Ernte hier noch fertig machen. Und danach probieren sie, ich glaube hier, nee, sie hier ist kein Seasonsan. Weil ich will aber auch was bieten können. Warte mal, wie viel kostet das Feld eigentlich normal? 3,2 Millionen und bei der 37 3,2 Millionen. 3,2 Millionen. Und dann sind die Preise noch weit, weit hoch. Aber man könnte eigentlich unsere Ofen kaufen. Oh shit. Ja. Oh shit. Ja, dann müssen wir den Baum noch abfällen. Warte mal. Nee, machen so. Aber er läuft voll Nachtwohn. Entweder ist das Ding zu breit, weil ich hab Schneidwerkmäßigs, aber ich Schneidwerksbreite, ich lasse den hier und ich könnte sonst den holen auf 13,8. Nur, ich weiß nicht, ob er den mag ziehen. Weil der ist es auf 10,80 Meter. 10,80 Meter und da ist auf 13 Meter. Nur. Wir haben den hier. Keine Ahnung, wie viel Leistung. Aber einen müssen wir den 98 haben. Normalerweise. Aber naja. So, was könnten wir jetzt noch kaufen? Könnten wir den Hof schon kaufen?
Dann bleibt uns genau noch 100.000. Genau noch 100.000. Dann hätten wir mindestens auch schon einen Hof schon mal gesichert. Aber den Hof können wir gut gebrauchen, da unten. Für unsere Rinder. Aber wir haben eigentlich. Wetter können wir mehr oder weniger gucken. Bis im November bleibt die draußen. Also Oktober, November. Weil irgendwie hier kommen die wieder rein. Oder halt, wir holen sonst. Wir verkaufen einen Flapper und holen wir zum Beispiel einen Tausender. Aber wir würden gerne noch die Dinge verkaufen. Den Ding, wie sagt man? Oh, hilf mir weiter. Den Glas. Wie heißt denn Glas? Selbstfahrende. Glas Quagga 1500 Next. Den verkaufen. Und dann dafür den Big M holen. Weil ich zwar kleiner, aber nicht ganz minimum kleiner. Also ja. Ich glaube nur 3 Meter kleiner. Und dafür können wir Randale fahren, ne? Jetzt haben wir schon eine Linie gezogen. So. Oh shit. Weil genau so, dass den immer draußen oh. Drin steht. Eine hätte ich auch zuerst abtanken müssen. Einer geht's eigentlich bis jetzt. Man will, wie viel kann er laden? 10.500. So, jetzt muss ich schnell rüberspringen am Pfand. Jetzt muss mehrere Fuhren werden, dass es dann klappt. Dann hier würde ich gerne dann
Warte, ich muss mal schnell gucken, was haben wir für eine Seemaschine dran. Was für eine Kühlerdünger oder wie auch immer. Haben wir ein Kühlerfass? Einen kleinen. Das könnte ich eigentlich tauschen. Eigentlich. Gegen Kühlerfass. Der hat nur 8, 2, den habe ich. Nein. Hä? Noch habe ich. Joskin hat 15, 8. 15, 8. Und dann ist vom Yugi wahrscheinlich. Hä, aber den finde ich gar nicht mehr, weil der sollte einer den Erster sein. Eigentlich. Nicht bringen oder können? Warte mal. Ah, vom. Und. Ja, eigentlich würde ich gerne das 15. Eigentlich. Sowas wäre wieder zu groß und braucht mehr Leistung. Aber ich brauche schon Minimum, dass ein 24 ziehen könnte. Der schwerer, gut. Josken, den kommt der. Der könnte er auch ziehen. Das könnte nicht mehr sein. Der könnte er noch ziehen. Nur. Nur. Ich könnte das. Ja, aber wahrscheinlich würde ich. Hauptfarbe. So, ein Grün nehmen wahrscheinlich, sowas nehmen würde. Weil das andere kostet mir schon fast zu viel. Dann würde ich eben. Der geht auf 21, werfen wir vollkommen reichen. Und der würde gerne einen Schlitz aufbereiter. Komisch. Das ist normal. Nee, warte mal. Einer würde ich auch so. Sowas nehmen würde. Ja, direkt mit dem Gruppe, also weiß ich mit Gruppfunktion gerade dazu. 7 Meter, das ist so klein, Leute. 6. 7. Nichts anderes. Das heißt, gut, wir nehmen halt den hier plus den hier. 20 Kubik, das reicht uns vollkommen. Oder, warte mal, hat Yugi da dabei. Dann wäre zwar 40 Meter, aber dafür brauche ich hier eine Erdauung. Halbe Ecke. 10 Meter. 40 Meter, aber dafür hat er dahin. Der wäre der Fan schon mögen können, aber hier drauf wird es ein bisschen eng für der Fan. Ja, wir müssen mal gucken. Nach laut meiner Meinung, nein. Und anders zu legen. Aber ich weiß nicht, was wir machen können. Also eben, wie gesagt, Kühlerfass wäre schon der nächste in Geld reinstecken, auch für die Big M Geld reinstecken, aber nach meiner Instinkt 18 wäre auch schon lang. Aber der hat automatisch schon mit dabei.
Aber der hat nur 2 Kubik mehr als der, ja. Und der hat dann 15 Meter Arbeitsbreite, 15. Und da wärst du wieder 21. Ja. 5, 6 Meter breit, das wäre sogar voll übers Reifen, Leute. Also wir echt gut überlegen, ob wir nicht auf Pri Pri Rien spielen fast und auf der Bomich Kühlverteiler. Also wir machen falsch, wir machen falsch. Fahren wir wieder alles wieder zurück. Das war ein bisschen in die Hose gegangen. Nicht? Dann fahren wir noch runter und dann nehmen wir verabschieden. Dann muss ich gucken, dass ich jetzt hier im Offline-Modus noch dreschen tue. Beim Verkauf oder der Lex-Fahrt, den werde ich dann wieder einschalten. Dass ihr denn seht, was wir alles machen würden. So. Weil Dreschen, das gibt schon viel Arbeit zu tun, ne? Weil beim Mischstreuer, was haben wir als Mischstreuer? Haben wir 10, 16. Das reicht momentan noch. Weil ich habe eben auf der Wiese, 3, wo ist die? Die Probleme gehabt, nicht? Aber wir können momentan. Hier müssen wir auch noch. Feld 20 ist der Handreif. Jo, wir müssen unbedingt hier auch wieder. Aber ich bin auch am Überlegen zu mieten. Mieten die drüben Ding. Bin ja schnell mieten. 6 Meter breiter. 3 Meter breit, 6 Kubik. Ja, 6 Kubik, das ist übelst wenig. Vor allem, die gibt übelst viele Sojabohnen raus. Außer wir mieten uns den Ding drüber ernten. Ja, den hier direkt schnell. Für 377, weil sonst wäre bei 500.000. Ah ne. Der Kollege hat sich ja irgendwie zu korrigieren. Anton, wo ist der und da? Ja, eben. 500.000. Weil es sind Kosten, wo wir uns wieder reinarbeiten müssen. Warte mal, läuft einer die ganzen Produktion und hast du nicht gesehen? So, die könnten wir abschalten. Sehe schon mal aus, weil wir kein Ding haben. Dann würde ich die wird weiterlaufen. What? Wir müssen unbedingt die Gärreste los, noch loswerden. Tiere, Angüle, die sehe ich gar nichts, wie viel Gülle das sie noch haben. Weil Gülle müssen wir unbedingt mal loswerden. An die Biogas. Oder die Biogasgülle. An die Biogas. Also die Biogas müssen wir leeren und Kühe, scheinbar machen die keine Gülle oder die zeigt mir nicht an. Warum? Weil die machen sowieso keine Güter, weil sie sind noch frisch geboren. Also doch, aber sie machen nicht viel. Darum, weil die Jungtieren will ich nur hier behalten. Weil jedes Mal hier rumzutauschen und 10.000 Mal hier rumfahren, das wäre ein bisschen. Die werden halt unten bleiben, nur bis die erwachsen sind, dann kommen die wieder hoch. Also ab 11 Monaten kommen die hoch, denn wenn ihr ein oder anderen frisch geboren habt, kommen die runter.
Aber ich finde es schade, dass wir hier auf der Halle gar nicht mit dem Tiertransporter reinkommen. Das finde ich schade. So, meine Lieben, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.